Diesmal erzähle ich euch ein richtiges Märchen. So eins mit Prinzessinnen und Prinzen und natürlich mit einem richtigen Schloss. Dieses liegt auf den Hügeln im Wald und im Nebel ist es manchmal überhaupt nicht richtig zu erkennen. Die Hauptperson der ganzen Geschichte ist natürlich die Prinzessin. Und eben die befindet sich gerade auf dem Schloss. Das Schloss gehört dem bösen Prinzen, der sie seit Monaten gefangen hält. Während des Schlafs sieht man der Prinzessin ihr Unglück nicht an, denn sie träumt von ihrem Geliebten, der in der Stadt arbeitet. Der Geliebte denkt Tag und Nacht an nichts anderes mehr als an die Prinzessin und ihre Gefangenschaft. Er denkt so viel nach, dass die Gedanken zu viel werden, um mit einem Kopf gedacht zu werden, und der Geliebte wird verrückt. Er erfindet sich als Retter, als Held, als Gescheiterter. Er bringt sich um und stellt fest, dass er immer noch lebt und auch schon wieder neu geboren wird. Wie es halt eben so ist, wenn man verrückt wird. Er denkt an das Schloss in der Ferne und er denkt an sie und er denkt an ihn. Der geliebte Arbeiter aus der Stadt ertränkt sich. Nachdem er aus dem Wasser kommt, entscheidet er sich, dass er endlich etwas tun will. Mit der Bahn wird er den langen Weg zum Schloss reisen. Aber sie brauchen einen Plan. Trotz der Zeit, die ihm die lange Reise lässt, um Pläne zu schmieden, bleibt er ratlos und verzweifelt. Doch plötzlich weiß er, dass seine vielen Persönlichkeiten ihm helfen werden, sich unbemerkt Zugang zum Schloss zu verschaffen. Vorsicht! Bei seiner Ankunft im Schloss findet gerade ein Fest statt. Dort sieht er die Prinzessin zum ersten Mal wieder. Er darf sich nicht erkenntlich zeigen und getarnt als Matrose nimmt er an der Feier teil. Die ganze Nacht muss der verrückte Matrose tanzen. Tanzen wie der Teufel, damit nichts auffällt. Schon längst hatte irgendjemand die Prinzessin weggebracht. In einem unbemerkten Augenblick stiehlt sich der Tänzer davon und macht sich im gesamten Schloss auf die Suche nach der Prinzessin. Die beiden flüchten, flüchten, flüchten. Das letzte Stück nehmen sie wieder die Bahn. Und sie flüchten in eine andere Zeit, damit sie nie wieder gefunden werden können.